Am 6. Juni 1944 sind die meisten deutschen Geschütze nicht auf die alliierten Kriegsflotten vor der Küste gerichtet. Sie zielen direkt auf die Strände der Normandie. Hier am Omaha Beach haben die Schützen leichtes Spiel. Mehr als 34.000 amerikanische Soldaten landen an diesem schmalen Stück Strand. Am anderen Ende des Strandes erwartet die alliierten Truppen ein tödliches Sperrfeuer der deutschen Truppen. Einer der US-Soldaten, die es in der ersten Welle an den Strand geschafft haben, ist Harley Reynolds. Sein Training hat ihm eine wichtige Sache gelehrt. Du musst so schnell wie möglich weg vom Ufer. Sonst stirbst du an diesem verdammten Strand. Als unsere Boote anlandeten, mussten wir knapp 300 Meter bis zu den Dünen rennen. Das war die einzige Deckung an diesem Strand, hinter den Dünen. Ich trug fast 40 Kilogramm Ausrüstung. Ich rannte einfach los. So schnell war ich noch nie gelaufen. Die Geschosse flogen so nah an mir vorbei, ich konnte den Lufthauch spüren. Du konntest die Kugeln vorbeizischen hören. Du konntest hören, wie die Männer neben dir getroffen wurden. Ein schreckliches Geräusch, wenn eine Kugel einen Menschen trifft. Ich dachte, wir würden das nicht überleben. Ich hatte das Gefühl, man hatte uns geopfert. Being sacrificed. Welle um Welle kommen neue Infanterieeinheiten in der Todeszone von Omaha Beach an. Die Amerikaner verlieren 2500 Mann. Letztendlich schaffen es genug Soldaten über den Strand und die Klippen hinauf. Sie können den deutschen Stellungen in die Flanken fallen. Das heraufziehende Tageslicht ermöglicht es den alliierten Kriegsschiffen, näher an die Küste heranzufahren und die Bunker mit den großen Geschützen unter Feuer zu nehmen. Letztendlich ist die schiere Übermacht der alliierten Invasion zu viel für die deutschen Verteidiger. Der D-Day ist ein großer Erfolg.